Willkommen, mein Name ist Dani Röp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga. Okay, Zimtschnecken. Milch. Alles klar. Ja, in der letzten Folge haben wir die vierte Level von Dings abgeschlossen von Episode 4. Oh, mein Fernseher ist noch an. Also der Sound von meinem Fernseher. Nein, bitte nicht. Die Zeiten sind schon. Die Zeiten des Echos in meinem Mikrofon sind vorbei. Nie wieder. Die dunklen Zeiten sind vorbei. Da ist kein Punkt mehr. Nur hier. Ich verstehe das nicht. Man macht das doch mal weg, ey. Ich verstehe nicht, warum das immer wieder da auftaucht. Das ist auch immer die gleichen irgendwie, ne? Bei den beiden ist nichts, ne? Nur bei denen hier wieder. Ich verstehe nicht, wie dort nicht weggeht. Schön mal speichern, nachdem ich hier fertig bin und so. Wollte ich jetzt noch mal nachgucken. Wollte ich hier nachgucken? Vergessen, was ich hier nachgucken wollte. Ja, wäre mir schon einfallen. So, ich wollte gucken, welche Level wir gespielt haben. Letzte Mal die vierte, ne? Boah. Mein Gott, hier ist aber auch so. Ja, die vierte fabelhafte Rettung. Ich habe nichts hier bekommen. So, Augen aufs Ziel. Also wir sehen schon, was wir machen sollen. Ich hole mir schon mal die Gerüchte. Ich nehme an, das ist ein Fluglevel, ne? Dreimal das Looping-Manöver, um Darth Vader das Zielsystem zu entkommen. Alles klar. Spoiler, Darth Vader. Ja, Grabmangel 10 Geschütztürme. Okay, das kriegen wir hin. Ich dann darf er das Schiff schweren Schaden an, alles klar. So, aber bevor wir hingehen, habe ich noch hier gesehen, ne? Hier ist wieder was Schönes, ne? Und da sehe ich auch schon irgendwo. Vielleicht, wie ich da hinkomme. Und ja. Oh. Kann ich da so laufen? Ja, ne? So. So, hier haben wir die Batterie. Dann kann man die reinstecken, ne? Und dann kriegen wir hoffentlich wieder ein Steinchen, ne? Ja. Ausgefallener Strom. So, dann würde ich sagen, ja, wir können jetzt gleich noch weiter hier erkunden, ne? Machen wir erstmal, oh, ich war noch nie hier unten, glaube ich. Ja, das ist noch so ein Ding. Wie mache ich dich auf? Wie? Oh, ich sehe schon, alles klar. 1, 2, diesmal 10 wie die vorher. 1, 2, wahrscheinlich wieder 4, ne? 3, 4, alles klar. Muss ich genau hier stehen? 1, 2, 3, 4. Ja. Da macht es ein bisschen einfacher, ne? Die vorher schon mal zu suchen. Alles klar. Sternschrittschuss. Yay. Yay. Okay. So, ausgehen habe ich übrigens nichts gemacht, ne? Also, ja. Geben wir uns alles auf gleich hier, nachdem wir ja mit der Story von Episode 4 fertig sind, ne? Schon mal neue so ein paar Steinchen auf dem Weg einsammeln, ne? Kann man ja machen. Ey. Da brauche ich einen NES Controller wieder. Sieht aus wie so NES Controller. Ach, guck mal hier. Okay, hat sie eingesagt. Ne. Oder wie so eine Videokassette sieht halt aus. Eingesteckt. Aha. Verlassene Vorräte. Ein Stein, der meinen Namen trägt. So, gehen wir mal
So langsam schleichen wir uns so mal dahin, wo wir hin müssen. Ne? Ich finde diese Sprunganimation voll putzig, so wie mit dem Bein wackeln, so. Oder mit ihrem Kleid. Ist überhaupt ein Kleid getragen? Eigentlich nicht, ne? Kann mich jedenfalls nicht erinnern, als sie ein Kleid getragen hat. Oh ja. Das weiß ich schon. Sehr lange her, ich die Originaltrilogie angeschaut habe. So, dann gucken wir mal. Da in der Mitte ist so ein ganz dickes Rätsel, aber lassen wir halt erstmal. Und gucken wir mal. So. Ihr habt die Pläne. Wir müssen sie sofort analysieren. Okay. Ist hier noch irgendwas von Bedeutung? Hey. Oh, hier ist irgendwas. Gerade. Ah. Ah, was ist das hier? Was mache ich hier? Oh, grün, okay. Okay, war das richtig? Ich weiß es nicht. Ganz nicht mehr. Mache ich denn da auch das? Ah, das in der Mitte. Ah, okay. Jetzt so, ne? Aha. Wenn die 7 Planeten aneinander rein. Was seid ihr, Herkules? Ja, guck mal, das mal Mond mal. Stress am Holotisch. Auf ein Schiff habe ich bekommen. Den Torstern. Hey, da fehlt das. Spoiler, den haben wir noch gar nicht gesehen. Hm. Hatte ich den auch? Ich glaube, den hatte ich auch. Ja, den hatte ich auch als Schiff. Den hatte ich auch in Lego-Form, in echt. Na gut, machen wir weiter. Nee. Level starten. Dann gucken wir mal, ne? Letzte Level von Episode 4. Die Kampfstation besitzt einen starken Schutzschild und mehr Feuerkraft als die halbe Sternenflotte. Eine Analyse der von der überbrachten Pläne hat eine schwache Stelle aufgezeigt. Ein kleiner Einmannjäger müsste den äußeren Verteidigungsgürtel durchbrechen können. Bemannt eure Schiffe und möge die Macht mit euch sein. Okay. Naja, er ist abgehauen, genau. Hat sein Geld genommen, ist abgehauen. Flügel in Angriffsposition. Auf zu diesem Mond. Rot 5, ich gehe runter. Ich bin der Hauptcharakter, ich mach das schon. Das ist fast wie zu Hause in der Bettlerschlucht. Ja. Ist es das? Jäger, auf 0,3. Luke, lass dich von deinen Gefühlen leiten. Hm. Okay, wow. Kann ich irgendwie abbremsen? Ich glaube nicht. Nein, ich muss Geschütztürme erledigen, das weiß ich, ne? Das sind ja Geschütztürme. So, abgeschossen. Ah, zum Glück habe ich das geschafft. Okay, au. Oh ja, sind Geschütztürme. Auf den Weg. Ich hoffe, da sind nicht nur genau 10. Ah. Nein, ich hab's verpasst. Was war das? Nein. Du, komm her. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Eingriff von bekommen habe. Ich nehme mal, wenn ich ziele, dann. Ich wollte eigentlich so eine Ausweichrolle machen. Ich hab Kreis gedrückt, aber mit R1 dann, ne? Ja. Okay, los geht's, los geht's, los geht's. 10 Türme.
Ich weiß nicht, welche Auswahl das war. Ja, ich glaube, da rechts war was. Ich kann mich auch gar nicht drehen, sehe ich gerade so. Ich nehme an, ich habe schon 10 Türme erledigt, ne? Da wäre auch eine gute Level jetzt zum Farmen von Punkten, habe ich so ein Gefühl. Wow. Oh Gott, oh Gott. Boah. So, ich muss TIE Fighter erledigen, alles klar. Da rechts gab es jetzt bestimmt was vollkommen anderes, ne? Okay, kein Kart. Aua, aua, aua. Vorsicht. Ich fliege hier. Boah. Oh, Y-Wings. Aua. Ah. Ja, war ich. Das übernehme ich selbst. Das wie ich in dieser einen Druiden-Kantina. Was zum? Aufpassen, Junge. Wow. Nein. Nicht anfassen. Kann ich mich hier frei bewegen? Ich glaube ja. Wow. Machen wir das mal. Ne? Muss ich erledigen. Ich meine, das war alles andere natürlich. Was? Aber die Dinger muss ich erledigen. Ja, eine Sekunde. Ich weiß, wir müssen das Ding jetzt zerstören, aber... Das ist die ganze Klasse. Ja, aus meinem Kopf, alter Mann. Ja. Das ist irgendwie creepy. So. So, das muss ich machen, ne? Ja. So. Aber ich muss die Dinger einsammeln und dann da rein, ne? Wer schießt auf mich? Bro. Kann man auch noch rein? Nee, ne? Ja. Ja, was auch immer das ist. Jawohl. So, das ist auch noch irgendwas. Ist Darth Vader hier am Rumfliegen irgendwo? Ich nehme an, bringt hier nichts, wenn ich irgendwie... Okay. Ich weiß nicht, wer das war. Ah, oh, nice. Ich glaube, ich habe sogar hier alles erwischt, wenn das so weitergeht. Doch, habe ich. Na gut. Oh, Torstern, Mikro. Wow. Okay, okay, dann mache ich. Dann mache ich eben die riesige Raumstation, die andere Planeten zerstört, kaputt. Meine Güte. Ich doch hier etwas Spaß haben. So, nein, ich muss noch mal, ich muss noch mal kommen. Okay, okay, anscheinend war es Darth Vader. Warte mal, bin Darth Vader jetzt? Wo ist er denn dann? Da war noch die Schüsse von Darth Vader, ne? Nehme ich an. Wo ist er denn? Ist er echt irgendwo am Rumfliegen und ich muss den erledigen? Also Schaden zufügen jedenfalls. Na warte, komm her. Wie soll ich denn hier bitte schön? Wir sind hier eine limitierte Auflage von TIE Fighter am Rumfliegen. Ich glaube nämlich nicht. Aber ich habe den Dings hier von bekommen, ne? Also muss er ja irgendwo hier sein und rumfliegen, ne? Ich noch wüsste wo, ne? Aber schau, bist du irgendwo am Rumfliegen oder nicht? Wie soll ich nicht bitte schon hier entdecken? Aber das ist auch noch irgendwas. Ja, ne, jetzt sind die Dinger nicht einsammeln muss. Ist
Schlüssel irgendwo am rumfliegen? Ich sehe nicht. Da war. So, komm her. Das ist abgehauen, jawohl. Ich glaube, wir haben alles hier. Sehr cool. Glaube ich jedenfalls. So, wo ist das letzte Ding? Ich dachte, Obi-Wan wird nur irgendwie sowas sagen. So, hör mal. Hast du Sand im Hirn oder was? Ja, da bei Sam Weasels Verfolgungsjagd mal gesagt. Dass ich die Passanten alle abgeschossen habe mit Anakin. Rein da! Eingesteckt. Oh nein! Toller Schuss, Junge! 1 Million Treffer! Vergiss nicht, die Macht wird mit dir sein. Immer. Hm. Alles klar. Ah, schön. Du kriegst deine Medaille nicht. Was mit mir? Nein. 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 Ah, diese Szene haben sie in My Little Pony nachempfunden. Fun Fact. Alles klar. Ich tue mal die Musik kurz abstellen, weil letztes Mal habe ich da Probleme gehabt. Deswegen mache ich mal ganz kurz hier weg. Jetzt haben wir nämlich diese Musik, ne? Und da habe ich letztes Mal Probleme gehabt, deswegen störe ich das hier gerade ab. Ich hoffe, das hat er jetzt auch abgestellt. Ich habe nur einen Teil abgestellt. Ich hoffe, das reicht. Boom. Alle Herausforderungen, alle Minikits, Torstern, alles. Boom. Ist die wieder in die Level rein. Nein. So, Luke bei der Zeremonie, okay. Luke als Rebellenpilot. Wedge Antilles. Hey, die Namen kenne ich von Final Fantasy. Ganz auch mein Wedge und Bix. Die waren Anspielung an Star Wars. Okay, cool. Da haben wir Episode 4 abgeschlossen. Cool, ne? Geht immer alles so schnell. So, wir gehen natürlich hier direkt weiter ins Freispiel in der Galaxis. Bitte nicht so laut, Leute. Wo gehen wir hin? Nach Yavin 4. Boom. Großer Tempel. Boom. Blöde kopiergeschützte Musik. Blöde, coole Musik. Die voll gut ist und so. So, ich bin jetzt einfach zu irgendeinem Planeten gegangen. Ich wollte eigentlich vielleicht erst nach Tatooine, ne? Ah, schon mal hier sind, ne? So. Okay, weil ich bin jetzt hier so schnell nach Yavin gegangen, einfach nur weil wegen der Musik, ne? Ich weiß mal, Mos Eisley. Okay, anscheinend habe ich wer das TIE Fighter. Ich glaube, den hatte ich. Ich glaube, oder ich hatte entweder den oder ich hatte den, weil Vaders TIE Fighter sieht ja so ein bisschen aus wie so ein TIE Bomber. Es könnte auch sein, dass ich einen TIE Bomber gehabt hätte. Ich hatte auf jeden Fall einen, mit dem man auch die Dinger so. Oder ich hatte normalen, aber ich hatte definitiv einen normalen TIE Fighter. Ich wusste nicht, ob ich einen normalen TIE Fighter und den noch habe. Oder den noch hatte, aber ich hatte definitiv einen normalen TIE Fighter. So, wen spielen wir ja überhaupt gerade? Warum gibt er mir immer die DLC-Charaktere? Weil ich habe schon so viele Charaktere freigeschaltet. Imperialer Küstentruppler. Oh, ist gar kein. Das muss ich mal erst gucken, ja, welchen Charakter haben wir wieder nicht, ne? Schurken und so. Nehmen wir mal Luke als Sturmtruppler. Aha. Nehmen wir, aber nicht.
Immer mein Todestruppler. Sind das die aus der Mandalorian hier, die von dieser einen Hallway Scene hier? Spoiler. Ich würde alles geben, wenn hier eine Revan-Figur wäre. Oh, du schon wieder. Gong, gong, gong. Oh, warte. Ich habe hier Bootleg R2D2. Möchte ja in einem anderen Universum einer der Hauptcharaktere ist. Wie man im Intro von Episode 4 hier gesehen hat, ne? Wie läuft's bei euch? Ihr seid bestimmt überrascht, einen so eloquenten Gong zu töpfen. Hm? Nun, Mama Gong konnte es sich nur leisten, einen von uns zur Gong-Schule zu schicken. Und ich hatte das Glück. Egal, oh, ich habe eine Tür, die ich laden muss. Und das ist eine gefährliche Gegend. Könnt ihr mir diese Halunken vom Leib halten, während ich gehe? Klar. Okay, ihr wisst, was zu tun ist. Haltet mir den Rücken frei, während ich zu diesem süßen kleinen Batterieschacht begebe. Gehen wir los. Gongstores Paradise. Ja, ich hoffe dich drauf. Ich gehe also mit meiner R2 oder R4 Einheit. Oh, du bist aber ein ganz schöner. Ja, sei der Böse. Ja. So, ich habe nicht umsonst den Namen. So, ich wollte schon sagen, greift der an oder nicht? Die standen da so bedrohlich. Er stand nur da. Bedrohlich. War da irgendwas drin vorher? Ich weiß nicht. Da wo bist du? Ja, weiter. Ja, er schießt ein paar Leute. Da. Ins Gesicht. Ich habe gesagt, ins Gesicht. Okay, du hast gegongt. Ja. Oh Mann. Aus dem Weg, warte, ich rette dich. Klebt dir voll am Kopf. Ah, ich freue mich ja weiter in der. Komm, ich habe weiter zu spielen. Ich habe in meinen in den letzten Wochen ja voll den Finger weg von dir. Ich habe ja hier voll den Genshin Marathon gemacht, ne, weil ich hier Urgesteine farmen musste und so, ne. Das Spiel ist ja immer hier so zeitlich begrenzt, ne, also muss ich da ein bisschen schneller machen, aber jetzt habe ich wieder Zeit hier. Kann ich meine Stimme auch so ein bisschen erholen, ne? Meine Stimme hat voll den Geist aufgegeben, weil ich alle zwei Tage irgendwie gestreamt habe und dann noch irgendwie nebenbei Let's Play habe und so, ne? Und boah, dann geht deine Stimme irgendwann kaputt, ne? Aber jetzt mache ich mit dem Stream erstmal Pause, ne? Für eine Weile. Weil jetzt muss ich mir erstmal keinen Stress machen, ne? Also mal so gesagt, ich kann irgendwie Nebenquests irgendwie nicht machen, weil ich irgendwie bestimmte Quests noch nicht erledigt habe. Dann muss ich die noch vorher machen. Nachdem ich die erledigt habe, muss ich die Quest, die ich machen will, natürlich auch noch streamen und so, ne? Und dann ist nur dieser Charakter nur für so und so langer Zeit hier verfügbar. Das heißt, ich muss halt alles so schnell wie möglich machen. Und ey. Aber ja, der Stress ist jetzt erstmal vorbei. Ich habe so, weil ich habe mir so angeguckt, was so in den nächsten Monaten los sein wird, ne? Und ja, ich kann mich ganz schön entspannen. Ich kann mich bei so einem bestimmten Monat oder so kann ich mich erstmal entspannen mit den Aufnahmen, mit dem Stream, ja. Ich dachte mir, hat keinen Spaß macht, aber Stream und Let's Play zur gleichen Zeit ist ganz schön auch 21. Oh Mann. Sie hat noch voll viel von denen erledigen. Kollege, warum hältst du die ganze Zeit an? Hier ist niemand. Und wenn hier jemand ist, dann noch nicht. Ey. So. Ey. Oh, ich hab gesagt, für mein Protokoll, meine Protokolldruiden wollen irgendwie nie. Alter, wie weit ist denn der jetzt noch weg? Warum folgst du uns denn nicht? Boah, jetzt zeigt er mir an hier in. Boah. Warum bist du denn nicht gefolgt, Mann?
Stimmt mit dir nicht. Oh, oh. Na super. Hier war da, ne? Jetzt zeigt er mir, ich zeigt er mich mehr, wo ich hin muss hier. Jetzt zeigt er mir nur den Startpunkt wieder an. Boah. Ne, hier das Ding muss ich folgen, alles klar. Jetzt muss ich extra ein Ding holen, ey. Du sollst genau. Boah. Okay, hier sind wir. Ich will ja gar nicht angeben, aber ich kann schon etwas eleganter in die Buchse hüpfen, als ihr es gewohnt seid. Alles hopp. Danke für eure Hilfe, bitte ich hier in den Raum. Ich werde einfach hier sitzen und meinen gonkigen Gedanken nachhängen. Okay. Oh, was ist hier los? Ich habe mich gerade für einen Gong-Treuekarte angemeldet. Zwei weitere Gong-Stempel und ich bekomme ein kostenloses Gong-Rad, was auch immer das ist. Gibt ja auch irgendwie so ein Ding, wo man irgendwie hier alle normalen Bewohner hier zu Dings machen kann, zu Gong-Druiden, glaube ich, ne? Na, ich muss aber denen sprechen. So, jetzt habe ich schon wieder zwei Astromech-Druiden ausgerüstet, ne? Drei, was so? Habe ich jetzt drei Charaktere? Ein Schurken. Nehmen wir Han Solo klassisch. Also machen wir das jetzt oder was? Das ist der Han Solo, den ich noch hatte. Cool, ne? Du hast ja keine Wortomat. Dass hier kein Wortomat mehr ist. Mein Trandosana-Kumpel musste sich ein Bein ausrüsten, um für einen einzigen Stabilisationsspule zahlen zu können. Er wuchs zwar nach, aber trotzdem. Für meine Belohnung. Willkommen bei Gonkomat, dem One Gong Shop für alle Sammlerbedürfnisse. Heute haben wir einen glänzenden Stein im Angebot. Preis so unglaublich niedrig, man meint, Gong hat Bolzen locker. Ich dachte, ich kann mich hier einfach bedienen. Vielen Gong. Okay. Nee, das gar nicht. Buh. Okay. Warum bist du immer noch gelb? Also, da bin ich hier. Alles klar. Ich dachte, ich krieg den ja umsonst. Muss ich den selbst kaufen? Ich glaube, es hackt. So, da oben ist so ein Ding ja für Schrottsammler, ne? Ich weiß ja immer noch nicht, wie die funktionieren, ne? Komm noch gar nicht hin. So ein Han Solo habe ich auch, glaube ich. So sahen die doch. Ja, ne, als die doch alle so gelbe Haut haben hatten, ne? So, warte mal hier. Der Kolldruide. Okay. Warte mal hier. Oh, muss ich dann da rein? Alles klar. Starten. Kalberstein, ja bitte. Ja, was fängt jetzt schon an? So. Was ist das? Alter. Ein bisschen Overkill, ja. Was ist denn da für ein Schießstand? Ja, voll brutal. Warte, wir machen ein paar Tiere fertig, die du abschießen kannst. Oh mein Gott. Das ist ja barbarisch.
Bam, stirb. Stirb, gib mir die Punkte. Nein. Das war überhaupt nicht voll Overkill hier mit diesen Geschützen, ne? Eigentlich voll einfach. Ich muss eigentlich mal durch die ganzen Löcher hier switchen. Da kommt einer. Jetzt kommt da einer. Kommt da einer. Jetzt da. Und jetzt da. Jetzt da. Jetzt da. Mit der ich habe das doch gemacht. Ihr seid zurück, sehr gut. Diese schrecklichen Wampratten nehmen meinen Hof schon wieder auseinander. Könnt ihr bei diesen Wampratten wieder die Muskeln spielen lassen? Habe ich doch alle gemacht. Du warst doch da, du hast mir sogar schon gratuliert. Haltet euch von den Rodianern fern. Etwas zu schießwütig, wenn ihr mich fragt. Die sind voll harmlos. Die schießen niemals zuerst. Die schießen niemals zuerst. Die sahen Solo allerdings, ne? Boah. Den sollst du aufpassen. Sag's ja nur mal, ne? Oh. Oh, ist ein Stab. Ah. Dann nehmen wir mal einen Tussen Raider. Hey, wie nennt man einen weiblichen Tusken Raider? Tussen Raider. Oh. Habe ich wie so eine Unterhaltung zwischen so einem Wookiee und einem Tusken Raider ja aussehen. Oh, what? Oh Gott. Na, ich finde geil, wie die so ein Scharfschützen über haben. Ne, warte, das ist meiner. Was? Die können auch Dings anziehen. Oder ist das? Ne, das ist für. Ja, ich habe auch ein Scharfschützengewehr hier. So. Oh, du bist böse. Okay. Oh. So ein Ding hatte ich auch übrigens. Ein Imperial Shuttle. Da waren so zwei. So zwei. Lass mal hier oben waren. Noch mal. Wir wollen noch ein bisschen dauern, bis ich hier Vader freischalte, ne? Aber wir haben ja schon, oder habe ich den schon? Ja, ich habe klassischen Darth Vader. Den habe ich auch. Ah, warten wir erstmal, bis wir hier. Ich will nicht jetzt schon mit Darth Vader rumlaufen, bevor wir Darth Vader freigeschaltet haben, ne? Fünfter Bruder. Sie hat das gleiche Moveset wie Ahsoka. So, welches tut sie da reinstecken? Da, da, alles klar. Hm. Ja, für Lichtschwerter, so die Modelle von ihr. Sehen so komisch aus. Sie sehen nicht aus wie so klassische Lichtschwerter. So Lego-Lichtschwerter. Aber die Dinger hätte ich abschießen können, ne? Hm. So, ja, jetzt kommen wir wieder hier an so was, ne? Was für ein Zeichen, ja. Sehe nicht, was das ist. Hier gibt's doch irgendwie so Fähigkeiten. Schrottsammler hier. Wollte ich mir auch mal anschauen. An Wänden laufen. Jede Charaktere dunkle Seite, Schrottsammler. Kletterst. Ich habe so ein Gefühl, ich habe hier irgendwie noch nicht freigeschaltet, ne? Irgendwie so, ne? Das sieht nämlich so aus, als könnten die, weiß nicht, schleichen. Ach so, ja. Hm.
Also Gefühl, ich muss hier irgendwie was bauen oder so. Habe ich irgendwie mal was gelesen irgendwann, ne? Aber bin mir nicht sicher. Irgendwas fehlt mir jedenfalls noch. Irgendeine Funktion habe ich so Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich muss noch bis zu Dings hier spielen, bis zu Episode 7. Weil Ray ja ein Dings ist. Ein ich einfach interessiert. Weil Ray ja ein Schrottsammler ist, ne? Wollt ihr Geschäfte machen? Dann seid ihr bei mir richtig. Ich habe einen BWL-Abschluss von der Elite-Universität auf Thied. Und sogar als Jahrgangsbester. Mama und Papa waren sehr stolz auf mich. War ein denkwürdiger Tag. Cool für dich. Solange du keine Steine aber für mich hast, bist du für mich uninteressant. Uninteressant! Sag ich. So. Das haben wir schon, ne? Also hier unten, genau. Oh. So, ich muss hier so blöde Mausdruiden, muss ich hier noch finden, ne? Irgendwo hier ist ein Sturmtruppler, der Fragen zu Greedos und Hans Meinungsverschiedenheit stellt. Bäh. Angeblich gibt es eine Belohnung für Informationen. Ausgerechnet das eine Mal, wo ich wirklich nichts gesehen habe. Maklunki für die lange. What? Just go im Duswa. Just go im Duswa. Denom Balamua. Nee, Knights of the Old Republic haben die ja immer nur so, weil nicht so. Was ich in diesen Kantinen, dort haben sich alle möglichen Halunken rum, so wie ich. Einen unehrlichen Typen als mich gibt es nicht, ehrlich. In Knights of the Old Republic, da gab es ja auch immer Twi'leks und die haben alle immer. Die haben immer so hier so zwischen ihren ganzen Voicelines hin und her geswitcht. Hinter ihren 3-4 Voicelines. Da fand ich mal am lustigsten, wenn ich irgendwie so kurz gefasst haben. Wieso steht Mainz wieder in ihrer Garage? Schlimm genug, dass diese Verbrecher ihn mir geklaut haben. Aber ihn auch noch einzusperren? Das ist barbarisch. Speeder sollten sich frei bewegen und nach Herzenslust flitzen dürfen. Ja, jeder sollte flitzen dürfen. So, jederzeit. So, da sehe ich schon. Ja, kaputt machen. Mach sie kaputt. Spin to win. Ups. Sorry. So, machen wir mal den mal auf. Überspringen. Der Stehler ist da drin. Ich kann mich aber bewegen. Den schnapp ich mir. Und sterb. Nein, boah, warum tust du denn? Nur mal Dreck. Ich kann da gar nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Okay. Kann denn niemand das Ding erziehen? Oder ist das einfach nur von draußen? Okay. Extra für dich rausholen, ehrlich. Oh, ich Idiot. Das ist ja gar nicht mein Speeder. Du Idiot. Ist mir eingefallen, dass ich heute zu Fuß unterwegs war. Hoppla, dann ist das jetzt wohl ihrer. Ein TIE Fighter. Den hatte ich in Lego Form. Oh. So, auf dabei Schlüssel, ne? Ja. So.
Nein, pack doch nicht die Knarre weg. Das schöne Teil, Mann. So. Ich muss es doch noch vor. Oh, das ist eine Datendisk. Ich muss es doch für irgendwas benutzen. Wo muss ich hin? Oh, wir haben wieder so was hier. Okay. Komm ich doch locker hin, oder? Entschuldigung. Okay, das war merkwürdig. Verdammt. Die Daten ist hätte ich schon gerne. Oh. Na komm, da ist doch sogar so ein Ding. Hey! Ich hab ein Stück. Können den imperialen Patrouillen aus dem Weg gehen. Sie wissen, dass es ein Rebellenversteck gibt, aber sie finden es nicht. Das macht sie sauer. So, oh. Hier sehe ich wieder so ein Ding. Ah, da oben ist wahrscheinlich das Ding, ne? So, aber meine Priorität ist erstmal das Teil. Was ist der denn? Da liegt ein Toter. Oh, ist noch so ein Ding. Und da sehe ich eine ganze... Was zum... Okay, da sind eine ganze Menge von den Dingern, sehe ich gerade. Ich habe da nichts dagegen, dass ich mich hier mal kurz bediene, ne? So. Und was sagt mir, ich kann da nicht hoch. Hier kann ich aber hoch. Aha, easy. Aha. Kann ich da wieder für irgendeinen Quatsch hier ausgeben? Was nehmen wir denn? Baguette-Lichtschwerter? Die hatte ich glaube ich mal, ja, ne, hatte ich mal gekauft, glaube ich. Mal ausrüsten. So, was haben wir denn hier? Super Gong-Druide. Einen goldenen Gong-Druide. Der Super Gong ist unbesiegbar, sehr schnell und hat einen Schnurrbart. Aber so fein mit einem... Irgendwelche Gong-Druiden. Gong. Ja, nehmen wir das hier. Das hört sich lustig an. Baguettes. Witzige Extras. Genau natürlich. Mein Gott, jetzt hat doch mal die Klappe. Okay, 3, 2, 1, 2, 3. Von links. Also, oh, ne, da unten war das. Oh, ja. 1, 2. Wo kann jemand mal den Viech das Maul stopfen? So. 3. So, 1, 2, 3. Boah, dieses Blödviech, ne? Wo kommen wir mit? Meine Güte, ey. Kannst du ja auch nicht anhören die ganze Zeit. Mein Gott. So, eine Wasserpistole.
Na, no, ist ja schon wieder falsch. Ich habe doch genau die Dings da reingepackt, was die vorher wollten. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das ist nicht das erste Mal, ne? Weiß nicht, was hier schon wieder ein Problem ist, Kollege. Ich kann eigentlich nur alle Kombinationen hier ausprobieren, ne? Ich kann einfach von hier. Das Ding da offen jetzt. Also, ich gebe da die Kombination ja ein. Also, ich weiß nicht schon wieder, was hier das Problem ist. Zwei, drei. Okay, keine Ahnung. Ich gebe genau die Kombination ein, die da steht. Ich weiß nicht, was hier schon wieder ein Problem ist. Aber okay. Wenn der Mainz spielt, wie sieht es denn eigentlich schon aus? 48. Ich weiß nicht, warum ich erwartet habe, die jetzt da mit Baguettes stehen. So. Oh, warum habe ich mir einen Schaden gemacht? Mein Gott. Dafür rückwärts. So. Da oben war ich schon, ne? Glaube ich. Wo ist denn hier einer? Da drin? Ja. Oder? Ich kann ich doch ziehen, oder? Doch, da. So, oh, warte mal. Ja, das Gitter da weggemacht, ne? Mal, sie hat so Regenbogeneffekte, ne? Heißt das irgendwie, Lichtschwerter sind so? Ich weiß, in Jedi Survivor gibt es irgendwie so ein Ding, wo irgendwie das Lichtschwert seine Farbe ändert jedes Mal bei jedem Schlag oder so, ne? Irgendwie so was. Aber ich habe das Spiel nicht mal angeholt, da ich das noch mal durchgespielt hatte. Deswegen weiß ich da nicht. Hör mal da. Haben wir so hier drinne? Oh. Habe ich denn da geworfen? Ah ja, Milch, ne? Ach ja, ein Föhn. Aber sagt Greedo? Zuerst geschossen. Han! Greedo! Beruhigt euch!
Falls es nicht deine eine Quest ist. Irgendwie passend, dass ich hier Sturmtruppler rumlaufe. Du hattest mich schon bei Entschädigung. Der Vorfall, auf den ich mich beziehe, ist eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Kriminellen. Guido und Han Solo. Blaster kam zum Einsatz und nur einer kam mit dem Leben davon. Wir haben eine Reihe von Augenzeugen identifiziert, die sich noch in Mos Eisley aufhalten. Befragt sie alle, um festzustellen, wer zuerst geschossen hat. Guido oder Solo. Also in dem Spiel hat Han Solo als erster geschossen. Ne? Die haben sich beide hinter bei den beiden weiß ich ja schon, ne? Wir wissen bereits, dass Han zuerst geschossen hat. Warum also das alles? Sein Gesicht schreit doch gerade zuerst. Sein hübsches Schlittohrengesicht. Das ist klar. Guido hat garantiert zuerst geschossen. So wie der aussieht, kann er unmöglich unschuldig sein. Stimmt doch, oder? Mein Gott. Noch Beweise? Ja, das Imperium ist halt ein bisschen rassistisch, ne? Aber das wussten wir ja schon. So. Ich habe dem Imperium bereits gesagt, dass Guido zuerst geschossen hat, aber ich glaube, sie konnten mich nicht verstehen. Soll ich für die etwa Basic sprechen? Sonst noch Wünsche? Yay! Okay, irgendwie ist da auch noch was. Das ist die Kantine. So, mein Gott, da macht den Eingang da auf, damit ich auch weiß, ob man da reingehen kann. Eure Druiden, wir müssen draußen bleiben. Oh wow, echt? Tja, ich habe gesehen, wer zuerst geschossen hat. Aber er gerade hat so normal gesprochen. Wie ich diesen imperialen Clowns bereits gesagt habe, gibt es die Info nicht umsonst. Wer sie haben will, muss zahlen. Ja, meinetwegen. Ihr meint das wirklich ernst. Guido hat zuerst geschossen. Jeder Idiot konnte das sehen. Es ist gut, dass Solos Hals so biegsam ist, sonst hätte er ernsthaft verletzt werden können. Hey, eure Druiden. Wir müssen draußen bleiben. Wir sind hier nicht erwünscht. Die Bande. Was, wenn ich jetzt hier so reingehe? Dann geht den ganzen Weg zurück. Hey, eure Druiden. Hey. Wir müssen draußen bleiben. Wir sind hier nicht erwünscht. Oh Gott. In dem Spiel haben wir doch gesehen, dass Han Solo als erster geschossen hat, ne? Der war hinter dem Tisch, ne? Hat direkt irgendwie dahinter geschossen. Knappe Sache, aber ich hatte freie Sicht. Guido schoss definitiv zuerst. Okay, anscheinend doch nicht, ne? Oh, hey! Du wolltest unseren Auftritt sehen? Da habe ich schlechte Nachrichten. Einige Musikbanausen haben uns unsere Instrumente geklaut. Für Figur und Dan und die Modal Notes ist das ein echter Schlag ins Gesicht. Nein. Wenn wir Leben in diese Party bringen sollen, brauchen wir diese Instrumente zurück. Claro? Claro. Ich wusste, du bist cool. Die Diebe sahen aus wie gewöhnliche Kopfgeldjäger. Sie sind gerade in ihren... Sie sehen ein gewöhnlicher Kopfgeldjäger aus. Wenn du dich beeilst, kannst du sie bestimmt noch ein. Sieht ein gewöhnlicher Kopfgeldjäger aus. So, erstmal muss ich hier das Verbrechen lüften, wer jetzt erst geschossen hat. Das scheint irgendwie auf Guido hier gerade zu zeigen. Interessant. Was willst du? Ich habe im Moment keine Zeit, Frank zu beantworten. Ich bereite mich für ein hartes Date vor. Wenn du also nicht so aussiehst, zieh Leine. Hey, das ist secure. Was? Hm.
Sie meinen, das ist nicht Ayla Secure dann, ne? Da oben, meine Güte. Warum liegen hier nicht mal Leute irgendwie am Boden? So, wer du redest nicht mehr. Ich ziehe da eins mit meinem Baguette über. Genau gesehen, mein Bein. Baguette. Han und Greedo schossen beide mit ihren Blastern. Aber wenn ihr es ganz genau wissen wollt, der zuerst geschossen hat, war... Moment, Trommelwirbel. Oh mein Gott. Han! Tut mir leid, das musste sein. Alles klar. Ja, ich weiß genau, worauf das hier hinausläuft, ne? Wird dir einen Gleichstand geben und ich muss entscheiden, wer zuerst geschossen hat, ne? Ich werde sagen Han, ne? Weil Han hat als erster geschossen, ursprünglich. Aber dann haben sich die Leute beschwert und haben gedacht, so, ah, aber Han ist doch ein guter Junge, ne? Ja. Schon mal das erste, was falsch war, ne? Aber ja. Weil er ist halt ein Held, ne? Er ist einer der Helden, einer Hauptcharakter, er darf, kann unmöglich zuerst schießen, ne? Also ja. Deswegen muss ja George Lucas noch mal so umändern, ne? Damit die Leute nicht rummeckern. Ich hoffe, es gibt eine Special Edition von den neueren Star Wars Filmen. Das wäre doch gut, ne? Ne, wer dabei, ne? Special Edition von den neuen Episoden, ne? Von den der Sequel Trilogie. Und so 90% irgendwie bearbeitet wird. Was? Ich habe nirgendwo nichts gesehen. Ich werde nichts verraten. Wie eklig verdächtiger Zeuge. Du kommst gefälligst her und sagst mir, wer zuerst geschossen hat. Also diese beiden Bananen gehen direkt in deinen Hintern. Gott. Aber bleib hier. Aus dem Weg, Leute. Es geht hier um ein Verbrechen. Da habe ich den Kopfschuss gegeben. So, jetzt rede mit mir. Oh Mann! Erwischt! 3PO. Okay, okay, ich rede schon. Ja, ich war an diesem Tag. Sag doch an. Ich will wieder einen Gleichstand geben, ne? Zuerst geschossen. Egal, was man hier erzählen will. So, wo ist der letzte Kollege? Den kriegen wir auch noch. Bitte sag mir nicht, dass hier dann. Sieht aber sehr verdächtig aus, wie sie. Ist das ein anderer Skin von ihr? Auch immer ist, ich habe diese Person nicht. Ich nehme an, das ist irgendwie eine Tänzerin hier von Jabba oder irgendwie sowas irgendwann mal. Bin mir nicht sicher. Also jetzt kann ich wegen diese, weil ich diese eine Person nicht anquasseln kann. Oder ist da irgendwie, nee, da war ich schon drin, ne? Muss ich mit ihm auch noch reden. Denk daran, ich brauche ja, super. Da ist die Quest, kann ich noch nicht erledigen. Na, super. Was ist der Schlüssel da? Auf der Karte.
du. So. Ah. Ich glaube, da war ich schon. Na gut, aber wir sind schon eine Stunde hier dran, ne? Dann würde ich sagen, wir machen ja Feierabend. Ich weiß nicht, warum dieses blöde Ding hier nicht aufgeht, ne? Vielleicht werde ich da mal auf Screen versuchen, ne? Aber okay. Na gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge geht es dann weiter hier mit der Erkundungstour von den Episoden 4 Planeten. Ne? Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.